Infinity Ward hat den ersten Teaser zu Season 3 für MW2 veröffentlicht. Die starten diesmal ein bisschen früher, wie es aussieht. Und ein YouTuber aus den USA konnte Season 3 tatsächlich schon testen und hat eine neue Waffe testen können, die zum Spiel kommt, und zwar die Intervention. Der YouTuber, der die ganze Sache testen konnte, ist Face Dirty. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde manchmal kleine Clips einblenden aus seinem Video, aber schaut natürlich bei ihm vorbei und guckt euch die ganze Sache an. Da gibt es dann wirklich schönes Gameplay der neuen Karte, der neuen Sniper und eben nicht nur kleine Clips. Die Intervention wird im Spiel natürlich ein bisschen anders heißen. Davon, glaube ich, sind wir alle ausgegangen. Und der Name der neuen Sniper wird FJX Imperium sein. Der erste Eindruck von Dirty scheint auch recht positiv zu sein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er hier gegen Bots gespielt hat oder gegen Infinity Ward Mitarbeiter, die sich nicht wirklich gewehrt haben. Und so eine wirklich gute oder einfache Lobby verfälscht natürlich manchmal so ein bisschen den ersten Eindruck. Von daher müssen wir da mal abwarten. Was man schon sagen kann an der Stelle, und das finde ich ein bisschen schade, der Sound dieser neuen Intervention hört sich irgendwie gar nicht an nach der Intervention, die wir kennen aus dem originalen MW2. Und natürlich hätte man da jetzt nicht einfach den Sound nehmen können von damals. Der hätte auf jeden Fall nicht gepasst und wäre fehl am Platz gewesen. Aber man hätte den Sound vielleicht so ein bisschen mit einarbeiten können in den neuen Sound, damit so ein bisschen die Nostalgie angeht. Damit man so ein bisschen mehr Bock hat, mit der Waffe zu spielen. Sehr schade, dass das nicht gemacht wurde. Und ich frage mich wirklich, warum. Weil diesen Sound mit reinzuarbeiten in den neuen Sound sollte jetzt nicht allzu schwer sein. Und man hätte direkt einfach eine bessere Waffe. Aber gut, ist so wie es ist. Tatsächlich hatte ich hier im letzten Video schon so ein bisschen über die Intervention gesprochen. Die wurde ja im Spiel gefunden und geleakt von Taskforce COD auf Twitter. Im Spiel heißt die Intervention IW9-SN-India. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, dass die auf jeden Fall kommt, bedeutet das natürlich, dass die Leaks wahrscheinlich wirklich gestimmt haben, also zu 99,9% wäre schon wirklich gut geraten. Und das bedeutet, dass wir mit Season 3 sehr sicher auch die MCX Bier bekommen, das ist eine AR, und die Uzi wird wahrscheinlich eine MP, die wir bekommen. Und es wurden nochmal weitere Waffen gefunden, die dann mit Season 4 und 5 und so weiter kommen. Da gibt es irgendwie ein Schwert, was noch im Spiel ist. Es gibt eine Tech-9, die Springfield Helion, die APC, die Tavor TS-12, die WA 2000, die Staccato 2011, die Maliuk, die APC-9, dann so eine japanische Sichel, Kamas und die Kali-Sticks. Also das sind weitere Waffen, die gefunden worden sind. Der Leaker, der geht aber davon aus, dass wir eben die Intervention bekommen, das ist jetzt bestätigt, die MCX-Bier und die Uzi. Infinity Ward hat dann noch eine weitere Karte für den normalen Multiplayer vorgestellt, die wir bekommen mit Season 3. Pelaios Lighthouse nennt sich die. Das ist eine sehr hügelige Karte bei Nacht, es regnet und an einer Stelle sieht man im Gameplay von Dirty eine ganz interessante Stelle. Ich sehe jetzt im Hintergrund das Haus von Estate. Eine Karte, die wir natürlich aus dem originalen MW2 kennen, aber das scheint nicht Estate zu sein, sondern man hat anscheinend dieses Haus genommen und eine neue Karte außen rum gebaut. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Estate hat damals auf jeden Fall viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist keine Karte, die im neuen MW2 Spaß machen würde. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, die wäre dafür ein bisschen zu groß. Weitere Karten wurden leider nicht vorgestellt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein paar Remakes aus dem originalen MW2. Terminal, High-Rise wäre, glaube ich, schon ganz cool. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir drei Karten bekommen, drei neue Multiplayer-Karten. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie weniger Karten bekommen als normal, weil wir mit Season 2 eine Map bekommen haben, die eigentlich für Season 3 gedacht war. Wie heißt die Map nochmal? Himmel Mud Expo. Ich weiß den Namen gerade wirklich nicht. Aber das ist ja eine Karte, die ursprünglich für Season 3 geplant war, für die Season, die jetzt bald kommt. Und weil wir alle gemeckert haben, dass die Karten für Season 2 so schlecht sind, wurde die vorgezogen. Und ich hoffe, dass jetzt alles vorgezogen wird und dass dann für die letzte Season einfach nochmal eine komplett neue Karte gemacht wird. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, dass wir jetzt mit Season 3 komplett in die Röhre schauen. Das wäre wirklich schade. Was uns bestätigterweise mit Season 3 auch erwartet, ist Gunfight, also der 2 gegen 2 Modus. Freue ich mich nach wie vor drauf. Ich hoffe, es gibt ein kleines Turnier. 2 gegen 2 ist einfach eine schöne Abwechslung. Wird nichts sein, was ich auf Dauer spiele. Also beim W2019 und auch danach habe ich Gunfight eher weniger gespielt. Aber ab und an ist es doch ganz lustig. Und gerade am Anfang ist es eine schöne Abwechslung. Also ich hoffe, Gunfight kommt raus mit einem Turnier und mit ein paar schönen Karten. Ich glaube, das wird auf jeden Fall gut. Was uns dann wahrscheinlich erwartet, ist Plunder für Warzone 2. Der Modus ist nicht bestätigt. Also es kann sein, dass der mit Season 3 Reloaded kommt oder wirklich erst mit Season 4.
Wir wissen nur, dass an diesem Modus weiter gearbeitet wurde und dass mit dem letzten Update die Icons geändert worden sind und jetzt fertig sind. Und das deutet natürlich darauf hin, dass Plunder fertig gemacht wurde von Infinity Ward und dass der Modus jetzt einfach nur auf die Veröffentlichung wartet. Und das wäre natürlich ganz cool. Weil Plunder hat mir jetzt persönlich nie wirklich Spaß gemacht, aber Plunder ist ein guter Modus, um seine Waffen zu leveln und nicht jeder hat den Multiplayer von MW2 und da kommt so ein Modus natürlich gerade recht. Und dann wurden so noch ein paar Icons gefunden im Spiel, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, will ich aber jetzt hier nochmal zusammenfassen. Es wurde ein Icon für Warzone Ranked gefunden. Allerdings wurde in dem Call, den ich hatte mit Activision, davon gesprochen, dass Ranked nicht für Season 3 geplant ist. Als uns das gesagt wurde, war die Stimmung in der Community aber positiv. Wir haben uns alle auf die Warzone 2 Änderungen gefreut. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass sich da die Pläne geändert haben und dass Ranked direkt mit Season 3 kommt oder mit dem Season 3 Reloaded Update. Letzteres, glaube ich, ist wahrscheinlicher. Mit Season 3 am Anfang erstmal Content und dann dieser große Ranked-Modus mit dem Mid-Season-Update. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Und ich glaube, Warzone Ranked wird auf jeden Fall einige Leute wieder zurückbringen. Allerdings ist natürlich die Frage, wie viel Spaß Warzone 2 für die ganzen Leute in Ranked macht, wenn die Time-to-Kill so gering bleibt. Die geringe Time-to-Kill sorgt natürlich schon dafür, dass der Skill-Gap sehr zusammengedrückt wird. Und ich weiß nicht, ob das allen wirklich viel Spaß macht. Wird sich zeigen. Dann wurde im Spiel ein Icon für Capture the Flag gefunden. Auch auf jeden Fall ein spaßiger Modus, der uns eben mit Season 3 erwarten könnte. Und es wurde ein Icon für Demolition gefunden. Ein Modus, der wie Suchen und Zerstören funktioniert, aber man hat Respawns. Die Icons, die sind im Spiel gefunden worden, aber das bedeutet natürlich, wie ich schon gesagt habe, nicht automatisch, dass diese Modi alle mit Season 3 kommen. Schauen wir mal. Aber diese Icons sind fertig im Spiel und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu den neuen Informationen sagt. Freut ihr euch auf die FJX Imperium? Wie ich schon meinte, ich bin ein bisschen sad, dass der Sound nicht so ist wie aus dem originalen MW2. Ich verstehe nicht, warum der nicht einfach übernommen wurde und halt dann leicht abgeändert wurde. Und was sagt ihr zur neuen Karte, zu Pelaios Lighthouse? Wie findet ihr, dass da dieses Gebäude von Estate in der Mitte steht? Ich muss sagen, ich finde das schon ganz lustig. Also Estate innerhalb von MW2 hätte mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, da bin ich mir sicher. Aber auf einer neuen Karte dieses alte Haus nochmal zu erleben in neuer Qualität wird bestimmt ganz lustig. Mal gucken, ob der Keller auch mit am Start ist und so weiter. Mal schauen, was alles kopiert wurde. Trotzdem, nach wie vor wünsche ich mir natürlich ein paar ganz klassische Karten aus dem originalen MW2 für das neue MW2, Terminal, High-Rise. Die Karten, die ja auch einfach schon fertig sind in Warzone 2. Ich weiß nicht warum, aber dass die Karten fertig sind und in Warzone sind, aber nicht im Multiplayer sind, macht mich fertig. Das macht mich verrückt. Finde ich irgendwie wirklich nicht cool. Okay, schauen wir, was uns erwartet. Mal schauen, wann weitere Informationen rauskommen. Ich werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.